Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4 Speicherdatenprogramm. Wenn ich am Stuhl angeschlossen bin, sehe ich genau das. Du nutzt eine frühere Version dieser Technologie, einen Hirnwellenscanner statt einer direkten Neuralverbindung. Sieh dich um. Erkennst du die gelbe Säule da hinten? Das ist ein Langzeitspeicher. Das ist dein Ziel. Kann ich mir ein paar Sachen mitnehmen? Kannst du nicht alleine holen. Eines der Programme auf dem Holoband ist der Indizierer. Sie werden durch die netten grünen Wesen dargestellt, die umherlaufen. Siehst du sie? Die Indizierer haben vielleicht eine Aufgabe. Sie holen die Daten in der gelben Säule und bringen sie zum Zugriffspunkt für die Erinnerungen. Du musst ihnen helfen, sicher dorthin und wieder zurückzugelangen. Aha. Sobald sie alle Daten gebracht haben, werden sie vom Programm so übersetzt, dass du sie verstehst. Und wieso muss ich sie verstehen? Wenn sie Simulationen verlassen müssen, ist das nicht schlimm. Nichts wird zurückgesetzt. Du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Und wie leite ich den um? Muss ich den einfach nur nehmen und das dann... Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du so, oder? Nur auf oh, ja, so ist das. Richten. Ich habe Verteidigungskonstrukte gesehen. Ich glaube nicht, dass das so eine tolle Gut, Zeit hier wird. Jetzt musst du nur noch mit den Codeblöcken einen Weg zu den Daten bahnen. Dann können deine Indizierer loslegen. Kann ich einfach... Ach ja, stimmt, ich könnte die ja alle einladen. Obwohl, ich nehme an, ich brauche noch ein paar von da hinten sowieso. Also, dann nehme ich mir gleich mal alle mit. Kann ich... Wow, ich kann richtig hoch springen hier drin. Boop, boop, boop. Boop, boop. Hui. Ist wie auf dem Mond. Nur halt ist es nicht der Mond. Es ist... Das sind die Daten von irgendeinem Typen. Und du bist... Keine Ahnung. Kann ich einfach hier... Was ist hier los? Was soll ich... Das System hat dich bemerkt. Jetzt wird es etwas haariger. Okay. Du wirst Verteidigungskonstrukte gegen die Sicherheitsmaßnahmen des Systems einsetzen müssen. Verteidigungskonstrukte, erledigt sie. Die Wächter des Systems werden alles tun, um zu verhindern, dass deine Indizierer mit den Daten zum Zugriffspunkt zurückkehren. So, jetzt bin ich toll. Schwarzes Eis. Hört sich an wie irgendwas aus der Elder Scrolls. Ich kann mir schon mal alle wegnehmen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich hoffe. Also die haben jetzt die Daten genommen und warten da hinten, oder? Wo sind die überhaupt? Sind die jetzt da? Sind nicht da? Sind nicht bei mir? Ach egal, ich baue hier erstmal den Rest von denen hier hin. Du musst nur dafür sorgen, dass deine Indizierer mit den Daten sicher zum Zugriffspunkt zurückkehren. Dann packe ich schon mal ein paar auf den Weg hierhin, da die sich ja wahrscheinlich darum kümmern. Obwohl, ich glaube, ich muss die nicht mal alle ganz auswählen, solange ich ja, glaube ich, darüber... Achso, die sind alle tot. Dann... Könnt ihr jetzt...
Ah, geht ja. Jetzt können sie gehen. Jetzt Denk kann es dran, losgehen. du hast die Aufgabe, den Indizierern bei der Rückkehr zum Zugriffspunkt zu helfen. Oh, achso, ich muss die also auch darüber packen. Also ich nehme mir am besten mal einen dieser Verteidigungskonstrukte mit. Für den Fall, dass die angegriffen werden. Die werden angegriffen. Los, greif an. Ich wusste nicht, dass wir jetzt ein Tower Defense Spiel spielen. Los, Leute, Beeilung. Sorgt dafür, dass die Indizierer einen sicheren Weg Ja, wenn die Indizierer schneller wären, hätte ich das Problem nicht. So, und ich glaube, ich kann mir dann auch den nehmen und den so in die Mitte stellen. Systemalarm. Daten im Langzeitspeicher nicht vorhanden. Systemalarm. Macht irgendwie Spaß. Willst du damit, dass es mehrere Level gibt? Ich mach das Ein nur mit, wenn ohne die Indizierer ist. Achso, man muss die nur mehrere Male so da. Jetzt bei 60%. Was passiert eigentlich, wenn ich da runterfallen würde? Wachbot leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. Aber es sind doch seine Gedanken. Wieso sind die nicht autorisiert? Verifiziere Erinnerungsdatei. 100%. Wir sind hier fertig. Oh, das ist gut. Wir haben jetzt einen Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung. Tritt einfach in den Datenstrom, in dem die Erinnerung gespeichert war. Okay. Okay, das kann ich machen. Speicherdatenidentifizierung. Und ich nehme an, ich muss dann wieder einen Weg bauen und den Weg absichern. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Die Dinge in Fahaber stehen nicht gut. Mehrere meiner Leute wurden angegriffen, bespuckt und ohne Grund verhört. Alles läuft aus dem Ruder. Aber wir können sie dazu bringen, uns zu vertrauen. Wir müssen nur einen von ihnen auf unsere Seite ziehen. Niemand darf erfahren, was ich vorhabe. Ich werde die Ausrüstung weit weg von Arcania unterbringen. Der Ort dient auch dafür, Beweise verschwinden zu lassen. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Behelfsmäßige medizinische Einrichtung unter der Wimpop-Fabrik. Koordinaten heruntergeladen. Decke Dimas, geheimes medizinisches Ding auf. Wie funktioniert das Ding? Nein. Muss ich dich irgendwie. Ach so, so. Ich glaube, wenn man das so hinsetzt, dann so. Bisschen kann ich das so. Warte, das nächste Teil, wo man das hinpacken kann, wäre da. Hä? Wie soll ich denn das da hinkriegen? Also da hinten. Also das leitet nur an diesem Strahl weiter. Wie kriege ich das denn dann überhaupt dahin? Kann ich vielleicht einen dieser Codeblöcke da so dran heften und dann. Ja, weil ich muss ihn ja gegen die Firewall lenken, ne? Und das würde ja heißen, ich müsste da zum anderen Ende der Welt gehen und dort diesen Relaisblock anbauen, richtig? Oh. Achso, ich kann einfach da runter. Ja, dann hätte uns eine Menge Zeit ge. Hätte uns eine Menge Zeit gespart. Hätte ich das gewusst. Wann
dabei. Ich muss ja unbedingt versuchen, es kompliziert zu machen. Für Level 2 von 15 oder so, keine Ahnung. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dann. Ja, okay, dann packt man das wohin? Packt man das überhaupt hin, ist wohl eher die Frage. So, das packt das so oder wie? Achso, nein, das ist ein Codeblock. Ich muss das Teil jetzt also so. Und dann geht das nach da und aktiviert das irgendwo anders. Gut, dass ich das jetzt so halbwegs verstehe. Das packt das dahin, dahin. Dann von da muss ich das ja umlenken mit dem Relais-Block. Papp. Und hier ist ein Codeblock drin, der kann da raus. Und dann dagegen, richtig? Richtig. Oh, ja klar, stimmt ja. Ich muss das richtig drehen. Ist das da, wo es... Ja, das ist da, wo es rein muss oder wo es rausgeht. Die haben zu wenig davon erklärt, glaube ich. So, jetzt. Ja, jetzt. So ist es. Okay, weiter geht's. Codeblöcke, ja, meine absolute Lieblingsart von Blöcken. Ah, jetzt kommen wir zu dem Ort, wo ich bauen muss. Okay. Hab ja 20 von denen gesammelt. Was ist denn das? Ah, hier ist das ganze Zeug. Dann hier oben dran. Heften. Nein, hier dran heften. Kann ich das überhaupt hier dran heften? So. War wieder falsch. So muss das sein. Ja, ich weiß, manchmal bin ich echt schlapp. Achso, es muss das Teil in der Mitte treffen. Das heißt, ich muss hier einen kleinen Turm bauen. So, jetzt müsste es gehen. Das ist der Grund, weswegen ich nicht mag, Rätsel zu machen. Vor allem nicht in diesem Spiel. Obwohl, allgemein, manche sind mir wirklich zu schwer für mich. Sogar die einfachsten. Warte mal, ich glaube nicht, dass ich so viel bauen muss. Ich glaube, ich muss nur eine Hauptspur bauen, damit die so darüber können. Und weil jetzt kommt nämlich der Teil, wo ich verteidigen muss, richtig? So, pupp. Und hier ein Pupp. Da müsste jetzt alles funktionieren und sie müssen noch den Rückweg sichern. Kommt schon, meine Lieben. Eindringling entdeckt. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Ich weiß aber nicht, wo der Rest ist, also muss ich raten. Beziehungsweise warten, nicht raten. Weil ich muss darauf warten, dass die weiter nach vorne gehen und da, wo sie angegriffen werden, werde ich dann die Verteidigungsdinger dahin packen. Ach, da vorne ist schon einer. Ich nehme an, hier ist einer, weil ich habe hier vorher. Löschung von eindringendem Indizierer ein. Und noch hier ein. So, und jetzt ist es fertig. Jetzt muss ich nur noch warten. Und vielleicht aufpassen. Noch ein Datenblock. Wie viele sind das jetzt? 80? Ich glaube, das sind alle 100. Gedächtniswiederherstellung bei 100%. Ja. Verifiziere. Sieht gut aus. Du kannst den Datenstrom jetzt als Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung nutzen. Ja, ja, das habe ich auch begriffen. Speicherdatenidentifizierung. J-2NN8. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ich lade diese Erinnerungen herunter. Seine Leute haben mich.
das akzeptieren. Wachbord hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Mhm. Schön, dass Wachbord das gemacht hat. Und dann Kühlversprung muss ich jetzt so und dann so. Und hier ist das Relais. So. Wow, ich kann einfach so hier rüber. Ich fühle mich toll, dass ich das machen kann. Wo? Eindringling entdeckt. Ah, hier ist es und es muss wohin? Wohin soll das? Ja, das ist. Geht gar nicht mit euch. Starte Vernichtung des Eindringlings. Hier, und ich kann es wohin leiten? Dahin. 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 Wohin muss. Das muss da hoch. Wie zur Hölle kriege ich das da hoch? Ich kann es ja nicht da durchleiten, oder? Okay, wo ist das jetzt genau? Es ist hier. Also ich packe einfach mal welche. Warte, nein, nicht so hoch, aber wir müssen gucken, ob das da durch kann. Aber machen wir es. So. Also es kommt von da hinten und das heißt, ich kann es bis entweder dahin leiten. Ja, da bringt mir nichts. Ach so, ich kann einfach das wegpacken. Also hopp, hopp. So. Dann packe ich. Wo muss welche hin? Wo muss hin? Wo muss hin? Wo muss hin? Hier muss hin. Und ich habe es direkt falsch gesetzt. Und jetzt musst du dorthin. So. Perfekt. Jetzt haben wir volle Kontrolle über die letzten 60 Codeblöcke. Hier ist dann der nächste Laser und hier ist der nächste Relaisblock. So. Der, wie kriege ich. Passiert was, wenn ich. Warte. Ich glaube, ja doch, ich muss den da drauf lassen. Nein, nicht da drauf, sondern hier hin. Ich habe mich ganz schnell umgeändert. Pack ihn da drauf. So. Jetzt geht der da drauf und da oben ist jetzt ein neuer, richtig. Ja, und das heißt, ich kann jetzt direkt da durch. Habe ich eigentlich gerade die Codeblöcke hingesetzt? Oder war es weiter da hinten? Ich glaube, das war weiter da hinten. Hier ist es anscheinend sicher. So, hier kann ich dann auch schon mal den kleinen Weg bauen, so dass ich auch nicht reinfalle. Ich habe noch einen Relaisblock, aber ich habe keine Ahnung, wo der hingehört. Also vielleicht hier ein Verteidigungskonstrukt hinbauen. Ach ja, schon, der kommt ja da hoch. Du kommst mal mit. So. Hier hoch. Dann bin ich hier und hier oben muss dann irgendwas sein. Ja, hier oben ist auch was. Hier. Nein, nicht da. Aber hier. Ist das das Richtige? Ja, das ist das Richtige. Oder auch nicht. Gut, dann war es halt doch hier. Ist mir auch egal. Ich kann machen, was ich will. So. Jetzt ist das Falsche, ne? Dacht schon. Aber zum Glück war das das nicht. Hopp. So, dann kannst du ja auch wieder mitkommen. Toll, ne? Obwohl ich denen nicht traue. Also packe ich hier ein Konstrukt hin von den drei, die ich noch habe. Und den Rest kann ich einfach so machen. So,
Jetzt könnt ihr alle rüber. Wachbord leitet Löschprotokoll gegen nicht autorisierten Indizierer ein. So. Und da hinten bestimmt auch noch welche sind und der Hilfe braucht, platziere ich hier auch noch ein. Und jetzt kann ich die ziemlich gut beobachten. Datenverletzung festgestellt. Leite Gegenmaßnahmen ein. Löschung von eindringendem Indizierer ein. Und da sind sie schon. Komm schon, du kannst es schaffen, einen geraden Weg lang zu gehen. Der erste Datenblock. Gut, mach einfach so weiter. Hey, ich mache hier im Moment gar nichts. Noch ein Datenblock. Lass mich raten, ein paar sind gestorben. Noch ein Datenblock. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja, einer ist gestorben. Da der anscheinend nicht auf dem Weg ist, muss einer von denen dorthin gehen und sich einen weiteren Codeblock besorgen. Hier sind drei und ihr könnt wirklich nicht einen von denen beschützen. Das ist eigentlich dein Problem. Komm schon, nimm das Teil und dann da hinten so. Ich kann auch nicht mehr machen, als hier zu warten. Um mir anzusehen, wie die zerstört werden. Ja, los Leute, kommt schon. Ja, er hat es geschafft. Du nicht, du bist absolut nutzlos. Ich glaube nicht mal, dass du noch lebst. Ich glaube nicht, dass du jemals gelebt hast, aber... Wie habt ihr drei das nicht hingekriegt? Das heißt, er wollte einfach nicht arbeiten. Das kann auch sein, aber wir wollen mal nett sein. Ja, hier habe ich die ganzen Blöcke hingesetzt. Nice. Vollständige Erinnerungen abgerufen. Du kannst jetzt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Noch eine Erinnerung. Ich habe einen Notfallplan entwickelt, falls ein Roboter? Ja. Oh, es ist wirklich noch ein Rätsel. Ich weiß, welche Turbine Fahrhabers Kondensatoren versorgt. Darum kümmern wir uns aber in der nächsten Folge, weil wir brauchen wirklich viel zu viel Zeit für diese Rätsel. Ich will ganz ehrlich sein, wir brauchen viel zu viel Zeit für diese Rätsel. Und ich habe keine Lust, die rauszuschneiden, weil das wäre zu viel Arbeit für mich. Ich bin faul. Wahrscheinlich wäre das Rätsel aber alleine lösen oder am Ende der Folge. Oder auch nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber. Wir können ja hoffen, beziehungsweise ihr könnt. Und wo kommt's oben?